Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Biesenbach, in einem muss ich Ihnen heute ausnahmsweise mal recht geben. Diese Debatte verlangt tatsächlich auch etwas mehr in der Breite diskutiert zu werden. Dieses wichtige Thema Flüchtlingspolitik, würde mir das auch wünschen, dass wir das öfter tun. Denn in der Tat, es ist ein Thema von wirklich gesellschaftlicher Herausforderung, die da vor uns liegt. 45 Millionen Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind derzeit weltweit auf der Flucht vor Krieg, Naturkatastrophen oder Vertreibung. Tendenz steigend, Höchststand seit 20 Jahren. Der Krieg in Syrien wird dazu führen, dass bis zum Ende des Jahres allein 10 Millionen Syrerinnen und Syrer Flüchtlinge im eigenen Land oder im Ausland sein werden. Die Prognose des Bundesamtes für Migration und Flucht zum Jahresende sagt, dass wir wahrscheinlich die 10.000-Marke überschreiten, das heißt zum Jahresende mehr als 10.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland haben werden. Die Katastrophe, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Lampedusa mit mehr als 300 ertrunkenen Flüchtlingen hat die Asyldebatte wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Und diese Katastrophen im Mittelmeer offenbaren die Mängel der europäischen Asylpolitik und vor allen Dingen die Unfähigkeit der Innenminister Europas und der Europäischen Union, daran etwas zu ändern. Denn kürzlich trafen sich die EU-Innenminister in Luxemburg, und was ist dabei rausgekommen? Nichts. Es wird weiter festgehalten an diesem Verschiebebahnhof, den wir in Europa haben, mit Namen Dublin-II-Verordnung. Das heißt, dort, wo die Flüchtlinge einreisen, sollen sie ihren Asylantrag stellen und bitte schön auch bleiben. Nur, Sie haben noch nicht gemerkt, dass dieses System inzwischen kollabiert ist. Die EU-Asylpolitik ist gescheitert und der EU fehlt derzeit die Kraft, wirklich hier nach vorne was zu verändern. Beispiel Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, mittlerweile mehrfach durch Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt, dass hier gegen Menschenrechte verstoßen wird, weil Flüchtlinge von ihrem Anspruch, Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, ihre Rechte wahrzunehmen, abgehalten werden. Beispiel Verteilung, Dublin II, das funktioniert doch alles nicht mehr. Rücküberstellungen aus Deutschland werden inzwischen gerichtlich gestoppt aufgrund der Situation in den Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen in Italien oder Polen oder anderswo. Beispiel Aufnahmequoten, völlig unabgestimmt. Deutschland nimmt 5.000 Syrerinnen und Syrer auf. Andere Länder machen sehr viel weniger, das ist schade. Aber auch hier gibt es völlig unabgestimmte europäische, nicht vorhandene europäische Politik. Oder Beispiel gesteuerte Zuwanderung, völlige Fehlanzeige, eine gemeinsame europäische Arbeitsmigration mit legalen Zugangsmöglichkeiten zu Europa zu ermöglichen. All das findet nicht statt. Und von diesen 45 Millionen Flüchtlingen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weltweit landen also 100.000 wahrscheinlich in diesem Jahr in Deutschland. Herr Innenminister Friedrich findet das eine Katastrophe. Ich finde es eine Katastrophe, dass Herr Innenminister Friedrich solche Sätze in Deutschland sagt. Auf 1.000 Einwohner gerechnet liegt Deutschland in der Europäischen Union mit diesen Aufnahmen auf Platz 10, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht auf Platz 1. Davon entfallen von den 100.000 roundabout 20.000 auf Nordrhein-Westfalen. Derzeit liegen wir von Januar bis August 2013 bei fast 14.000 Erstanträgen in NRW. 14.000 Erstanträge in NRW in diesem Jahr bis jetzt bei 18 Millionen Einwohnern. Ich glaube, hier von Asylfluten oder Überschwemmungen oder was auch immer. Also oftmals werden ja Naturkatastrophen als Bild benannt für die Asyleinwanderung, dass die hier völlig fehl am Platze sind. Aber wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. Das ist völlig richtig. Das ist eine Herausforderung. Wir haben reagiert. Im Haushalt 2014, der Minister hat es dargestellt, werden im Asylkapitel insgesamt über 200 Millionen Euro bereitgestellt. 67 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und vor allen Dingen, um den Kommunen dabei unter die Arme zu greifen, bei der Unterbringung und bei der Versorgung. Ich finde, das ist ein faires Angebot hier an die Kommunen und wir lassen sie hier nicht im Stich. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie steht es denn mit der Willkommenskultur, die immer so im Mund geführt wird, vor Ort?
Das Ganze ist von einem Ja-Aber geprägt. Die Kommunen sagen ja im Prinzip ja, selbstverständlich, aber bitte nicht bei mir vor der Haustür und bitte nicht bei mir in der Stadt. Richtig ist, die Kommunen sind belastet und für sie ist es schwierig, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Aber bis jetzt hat jede Kommune oder überall in den Kommunen, wo eine Landesaufnahmeeinrichtung eingerichtet werden soll, Kommunen sehr, um es vorsichtig zu formulieren, sehr ablehnend reagiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird hier ein Angebot an die Kommunen gemacht, nämlich, dass die Flüchtlinge, die in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes im Ort aufgenommen werden, werden mit der Gesamtquote der Aufnahmequote der Flüchtlinge verrechnet. Ich finde das ein faires Angebot an die Kommunen und auch meine Fraktion erhofft sich von diesem Gesetz und von diesem Angebot hier eine erhöhte Bereitschaft in den Kommunen unseres Landes, hier ihrer Verantwortung auch gerecht zu werden und Flüchtlingen wirklich eine menschenwürdige Unterkunft, eine Willkommenskultur anzubieten. Das würde ich mir wünschen und ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss.